Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Meine Meinung zum Spiel, denn der 1. FC Köln hat heute ein Heimspiel. 1. FC Köln gegen FC Augsburg, gegen die Augsburger Puppenkiste sozusagen. Der Angstgegner vom 1. FC Köln, man muss es so ganz klar sagen, wenn der FCA nach Köln kam, hatten meistens die was zu lachen und haben auch meistens immer was von Köln mitgenommen, sei es ein Punkt, sei es drei Punkte. Ne, Marvin Hitt zum Beispiel, wo er den Elfmeterpunkt manipuliert hat, Anthony Modest hatte dann den Elfmeter geschossen und ist darauf ausgerutscht. Ne, das sind so übliche Geschichten, die immer wieder neu auch hochkommen, auch neu erzählt werden und neu gezeigt werden und so weiter und so fort. Also es war, ja, wie gesagt, der Angstgegner vom 1. FC Köln, muss man einfach so sagen, oder ist der Angstgegner vom 1. FC Köln. Und ja, wie gesagt, leider keine 50.000 heute im Rhein-Energiestadion, sondern nur 15.000. Man hat schon gemerkt, dass die Stimmung deutlich weniger war, aber trotzdem haben natürlich die, die da waren, alles versucht, um hier dann, oder um den FC so zu supporten, dass sie am Ende den FC Augsburg schlagen. Ja, wir gingen rein in das Spiel und es war genau das Spiel, was ich erwartet habe tatsächlich. Es war ein zähes Spiel, ein sehr, sehr, ja, nicht so. Also es war spannend, aber irgendwie auch nicht. Also es war chancenmäßig, war nicht so viel dabei. Anthony Modest hatte eine gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit mit einer Kopfballsituation, die aber Giekewitz, der neue Keeper vom FCA, halten konnte. Dann Marvin Schwäbe hat einen richtig guten Distanzschuss von André Hahn gehalten, der auch richtig gefährlich war. Also allgemein, Marvin Schwäbe hat meiner Meinung nach auch ein gutes Spiel gemacht, auch wenn man über das in der zweiten Halbzeit noch diskutieren muss. Aber meiner Meinung nach hat da die Abstimmung nicht gepasst zwischen Marvin Schwäbe und Jonas Hector. Aber dazu kommen wir später noch. Wie gesagt, die erste Halbzeit ist damit auch eigentlich erzählt. Ja? Beide Teams mit ungefähr gleich viel Ballbesitz haben viel versucht nach vorne, aber es war immer nur ein Versuch. Also es war wirklich, die erste Halbzeit war wirklich richtig, richtig langweilig. Obwohl der FC, wie gesagt, in der ersten Halbzeit besser reinkam als der FCA, sagt selbst der neue Coach Markus Weinziel vom FC Augsburg, dass sie in der ersten Halbzeit oder in der Anfangsphase in der ersten Halbzeit nicht so gut reinkam. Aber trotzdem hat der FC einfach auch dann am Anfang einfach nicht das Tor gemacht. Und das sollte sich am Ende dann noch rächen. Wie gesagt, die zweite Halbzeit ging dann wieder eigentlich ganz gut los für den FC. Aber auch da hat der FC einfach auch wieder mal verpasst, das Tor zu erzielen. Dann kam diese unglückliche Situation in der, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wievielte Minute, aber in der zweiten Halbzeit. Und ja, wie gesagt, ein Pass von der rechten Seite und am Ende kommt dann Marvin Schwäbe raus, hält ihn auch, kann ihn aber nur abprallen. Jonas Hector steht genau unmittelbar daneben. Also von daher ein bisschen, ja, Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Marvin Schwäbe und Jonas Hector. Und am Ende steht da André Hahn, der am schnellsten reagiert. Und er schiebt am Ende das Tor dann, oder das Tor nicht, aber den Ball in das Tor. Und somit stand es dann auf einmal 1-0 und ja, es sah eigentlich alles so danach aus, als ob das Ding 0-0 ausgeht, als ob gar keiner heute mehr Tore schießen wird. Aber die Augsburger haben dann 1-0 geführt und man hat schon gemerkt, gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich persönlich, der FC hatte deutlich mehr Ballbesitz. Deutlich mehr Ballbesitz. Ich habe jetzt eben nochmal die Statistik gesehen. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass der FC sogar mehr Torchancen hatte. Was ich jetzt persönlich nicht gedacht hätte, weil so wie ich das Spiel gesehen habe, fand ich eigentlich persönlich, dass Augsburg die bessere Mannschaft war. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, obwohl man auch sagen muss, die Augsburger haben wirklich nicht mehr so viel für das Spiel getan. Also sie haben wirklich sehr, sehr gut hinten gestanden, gar keine Frage, aber sie haben auch dann nach vorne nichts mehr gemacht. Gerade als das 1-0 fiel, habe ich nämlich schon im Stream gesagt, bei Instagram übrigens, danke, dass alle dabei waren oder viele dabei waren. Vielen lieben Dank, es hat trotz des Spieles hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, den vorletzten Stream auf Instagram ja, zu machen. Nächste Woche gibt es ja, jetzt ist ja die englische Woche und am Dienstag gibt es dann den letzten Livestream auf YouTube, also seid da gerne mit dabei. Ja, wie gesagt, der FC hat dann 1-0 hinten gelegen und da habe ich schon gesagt im Stream, jetzt wird es richtig schwer, denn die Augsburger waren ja schon immer, haben ja hinten schon solide gestanden und haben auch wirklich fast nichts anbrennen lassen. Und wenn was angebrannt ist, hat Giekewitz gehalten. So, also deswegen, es war wirklich ein bisschen frustrierend als FC-Fan, das ja anzuschauen. Und
Es war einfach, es sollte heute nicht sein. Die Festung sollte heute wohl fallen. Also der FC sollte heute das ungeschlagene Stadion in der Bundesliga sollte dann auf einmal nicht mehr so sein. Und wie gesagt, dann hat aber auch meiner Meinung nach Steffen Baumgart vergessen zu wechseln. Also wir hatten dann die 70. Minute, es stand weiterhin 1-0 und es wurde einfach nicht gewechselt. Dann fiel aus dem Nichts oder vielmehr, es war ein Sonntagsschuss. Man muss es einfach sagen, das Ding trifft er auch nur einmal in diesem Jahr. Das Jahr ist ja jetzt bald zu Ende, also war es das erste Mal. Ein absoluter Sonntagsschuss. Den Ball hätte man, wenn überhaupt, vorher verteidigen müssen, bevor der da frei vorm Schuss kommt. Wie gesagt, etwas weiter weg und auf einmal macht er da das Tor. Es war, in den Winkel. Marvin Schwäbe konnte da diesmal überhaupt nichts machen. Wie gesagt, Luca Kilian passt den Ball, anstatt den Ball lang zu schlagen. Da erinnere ich mich an Steffen Baumgart, der gesagt hat, solche Fehler, wo Rafael Cicas stark kritisiert wurde, auch von mir, wo Steffen Baumgart dann gesagt hat, ja, diese Fehler passieren, diese Fehler dürfen nicht passieren, aber diese Fehler sind wenigstens Fehler, die man dann verbessern kann, denn wir wollen halt einfach auch einen Spielaufbau machen und nicht die Bälle wie all die Jahre immer nur blind nach vorne jagen. Ja, aber in so einer Situation wäre es, wenn, dann schon sinnvoll, wenn man dann auch die Bälle lang schlägt, weil das war in dem Fall die falsche Entscheidung. Klar, am Ende ist man immer schlauer. Wer hätte auch gedacht, dass er den so reinzimmert? Ne? Also wenn der jetzt übers Tor geht und gar nicht ins Tor fällt, dann würde man über diesen Fehler überhaupt nicht diskutieren. Aber dadurch, dass dieser Sonntagsschuss eben drin ist und der Luca Kilian halt direkt ihn, in dem Fall den Pass zuspielt, den Ball zuspielt, ist es natürlich eine Diskussion. So, und wie gesagt, passiert, ist halt ärgerlich, aber auch GG an Augsburg oder an dem Augsburger Spieler, der da den Ball so gekonnt in den Winkel gezimmert hat, wie gesagt, und dann war die Messe gelesen, dann war zu Ende, dann, war Feierabend. Steffen Baumgart wechselte das erste Mal erst in der 82. Spielminute. Also, ein bisschen spät, fand ich persönlich. Anderson hat mir heute mal wieder nicht gut gefallen. Wie gesagt, er hat einfach ein Timing wie eine tote Taube. Also, es ist einfach so. Gutes Beispiel wieder, ja. Modest läuft, will den Ball schön an Anderson zuspielen, ja, aber Anderson ist in der Mitte. Er muss nur gucken, wann der Ball zu ihm kommt. Und was macht Anderson? Er läuft und dann, hier kommt der Ball und hier ist Anderson. Der Ball kommt, Anderson aber wieder, wie im letzten Video, habe ich es genauso gezeigt. Und wieder läuft der Typ an dem Ball vorbei. Das ist nicht in den Rücken gespielt, sondern das ist einfach kein Timing, was der Typ hat. Und Woche für Woche steht der in der Startelf. Da frage ich mich, was macht der Jan Thielmann? Der ist erstens schneller und zweitens hat er bestimmt ein bisschen besser Orientierung, was denn meine Mitspieler machen. Ja, wo denn gerade der Ball ist. Aber der läuft einfach sturstracks nach vorne. Egal, ob jetzt irgendeiner links oder rechts neben mir läuft mit dem Ball. Ich bin einfach in der Mitte und wenn der Ball nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Also ich verstehe das nicht. Echt. Und jede Woche... Und der ist... 82 Minuten habe ich von dem nichts gesehen und der wird nicht ausgewechselt. Da frage ich mich, also, sorry Steffen Baumgart, aber warum ist der 82 Minuten auf dem Platz? Bis auf diese eine Situation, wo er wieder wie so ein angeschossenes Wildschwein da nach vorne sprintet, ohne Sinn und Verstand, mehr habe ich von dem Typen nicht gesehen heute. Ich weiß, viele sagen, ich habe was gegen Anderson, aber es ist einfach so, egal was ich will ja mit ihm gut, ich will ja gut über ihn reden, aber es gibt nichts. Es gibt nichts Gutes, was ich da auch berichten kann. Also, ich bin ja, viele kennen mich, ich bin keiner, der die Spieler irgendwelche Spieler grundlos belastet mit irgendwelchen Sachen. Aber sorry, beim Anderson ist es nun mal so, dass der einfach, ich weiß es nicht, der hat einfach überhaupt gar keinen Mitspielgefühl. Der weiß nicht, was die anderen gerade machen. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist auf dem Platz. Und ist halt auf dem Platz. So. Aber was machen tut er jetzt nicht? Außer vielleicht mal ein bisschen hin und her laufen, ein paar Pässe spielen, dann mal vier Fehlpässe von den drei. Also. Es ist, was soll ich sagen? Es regt mich manchmal auf. Am Ende konnte Anderson aber nichts dafür, dass wir hier verloren haben. Also, das will ich auch dazu sagen.
Aber es ärgert mich einfach, ne? Weil das sind einfach auch Chancen. Es hätten Chancen sein können, aber auch heute die Flanken, die waren genauso grauenvoll. Also ich habe noch gesagt, gut, wenn Augsburg so tief steht, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass wir eben über Standards kommen. Aber das war heute überhaupt gar nichts. Egal welcher Standard kam, ob Luis Schaub den gemacht hat, der übrigens sehr, sehr spät reinkam, ob ein Florian Kainz die Standards geschossen hat, ob ein André Duda Standards geschossen hat, es waren alle drei Kacke. Es waren alle drei Standards oder alle Standards waren einfach Müll. Ja, die kamen überhaupt nicht an. Überhaupt nicht. Immer war Augsburg dazwischen. Also, es hat heute einfach überhaupt nicht geklappt, gepasst. Und wie gesagt, deswegen hat Augsburg meiner Meinung nach, Steffen Baumgart hat ein gutes Spiel gesehen. Okay, naja, kann ich jetzt nicht behaupten, wenn man 0 Tore geschossen hat und 2 Gegentore kassiert hat gegen einen FC Augsburg, die zurzeit stand vor dem Spiel auf Platz 15 standen. Also ich hätte gegen Augsburg schon gerne einen Dreier gesehen, gerade weil es einfach ein Mitkandidat ist um den Abstieg. Also gerade deswegen, das waren heute drei wichtige Punkte, die wir heute nicht gemacht haben. Also wer heute zufrieden ist mit einem 2-0 Niederlage, na Prost Mahlzeit. Also klar, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ne? Ich meine, wir haben gegen Gladbach ein Spiel des Jahres gemacht. Muss man einfach sagen, 4-1 gewonnen, das war klasse. Gut, das war es aber dann. Ja, so, dann kam Bielefeld, wo ich gesagt habe, das sind 3 Punkte. Haben wir 1-1 gespielt, aber die Bielefelder waren auch stark. Aber heute war einfach der FC irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie, entweder habe ich schon zu hohe Anforderungen an den FC. Ich bin trotzdem mit der Saison bis jetzt zufrieden. Es ist in Ordnung. Ich will jetzt nicht hier schon einen Abstieg und hast nicht gesehen. Nein, wir sind auf dem 9. Tabellenplatz und wir haben gute Punkte geholt. Versteht mich da nicht falsch. Aber trotzdem muss man jetzt gucken, dass man jetzt auch nochmal am Schluss nochmal Gas gibt. Jetzt kommt Wolfsburg und dann kommt Stuttgart. Und da möchte ich gerne gegen Wolfsburg, wie gesagt, einen Punkt und gegen Stuttgart muss ein Dreier rein. So, und dann bin ich auch wieder ruhig und dann ist auch alles wieder gut. Aber man darf jetzt auch nicht nachlassen, ne? Weil dann hat man sich alles, was man aufgebaut hat, hat man mit dem Hintern wieder umgeschmissen. Deswegen muss man wirklich aufpassen, dass man sich jetzt nicht blenden lässt. Oh, wir sind die Derbys und wir haben alles gewonnen und wir sind die Geilsten. Darf man nicht behaupten, wir müssen weiter unten auch gucken, gar keine Frage. Und nicht schon hier mit Champions League, Europa League oder so ein Quatsch. Ne? Also wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen und deswegen müssen wir da jetzt so die Punkte, ich will jetzt hier keine Panik ausrufen, deswegen alles gut. Das Video geht schon in Überlänge, aber egal, ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet. Nein, aber wie gesagt, der FC wird das schon machen und ich bin da auch zuversichtlich. Und wie gesagt, jetzt kommt Wolfsburg, auch da kann man punkten. Das hat man gerade gegen Mainz gesehen, dass die Mainzer da auch gut gepunktet haben, 3 Tore geschossen, also von daher mal schauen. Wie gesagt, wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn der 1. FC Köln zu Gast ist in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Und bis dahin, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet und vor allem auch eine Aktivierung haben möchtet, dass ich live bin, also dass ihr sozusagen eine Benachrichtigung bekommt, dann aktiviert die Glocke oder abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.